Ja, ich habe bei der Konzeption dieses Vortrags bin ich davon ausgegangen, ich habe mir ein bisschen das vorherige Programm angeschaut, dass Sie sozusagen mit den normalen klassischen Koordinationsmechanismen in Österreich schon vertraut sind. Das heißt, ich möchte mich ein bisschen konzentrieren auf die Wechselwirkung zwischen einerseits der Zuständigkeit des Bundeskanzleramts innerösterreichisch, aber auch inwiefern diese Zuständigkeit sozusagen beeinflusst und gestaltet wird durch die Geschehnisse auf europäischer Ebene und vor allem welche Organe oder welche sozusagen Sachverhalte hier eine spezielle Rolle spielen. Das heißt sozusagen, Sie müssen, wenn man sich anschauen möchte, wie das Bundeskanzleramt in der Europapolitik eine Rolle spielt, müssen Sie einerseits sich die innerstaatliche Zuständigkeit vor Augen führen und auf der anderen Seite sozusagen die Geschehnisse auf europäischer Ebene. Welche sind die entscheidenden Geschehnisse oder sozusagen Prozesse auf europäischer Ebene, die wieder in das Bundeskanzleramt zurückwirken und die Arbeit vom Bundeskanzleramt in der Europapolitik beeinflussen? Das sind einerseits im Kern die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates. Ich denke mir, also ich werde dann noch später ziemlich genau auf die Funktionsweise und die Spezifitäten dieses Gremiums zurückkommen. Andererseits Regierungskonferenzen, Vertragsänderungen, die eben in der EU immer wieder passieren. Auch hier ist das Bundeskanzleramt federführend. Bei der Frage von Nominierungen auf europäischer Ebene, also sei es, wenn Österreich einen Kommissar nominiert oder wenn der Ausschuss der Regionen nominiert ist, der Wirtschafts- und Sozialausschuss, die sind Prozesse innerösterreichisch und europäisch, die über das Bundeskanzleramt abgewickelt werden. Das Bundeskanzleramt ist, und zwar nicht die Sektion, in der ich bin, sondern der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts ist federführend bei den Vertragsverletzungsverfahren. Also wenn Österreich vertreten wird vor dem, im Vertragsverletzungsverfahren, dann ist es jemand aus dem Bundeskanzleramt. Weiterer wesentlicher Bereich, wo das Bundeskanzleramt eine starke Rolle spielt, und zwar allerdings in einem sehr komplexen Zusammenwirken, das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Punkte, ist bei den wirtschaftspolitischen Strategien der EU und bei der Frage der Umsetzung dieser Strategien in den Mitgliedstaaten, also zum Beispiel bei der Europa 2020-Strategie oder beim nationalen Reformprogramm. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie stark sozusagen das europapolitische Hintergrundwissen ist. Ich würde sagen, wenn irgendwelche Punkte unklar sind, jederzeit gehen wir es dann einfach in die Fragenrunde hinein. Ja? Etwas sozusagen präziser. Das, was ich jetzt vorhin dargestellt habe, sind die Dinge, die auf europäischer Ebene passieren. Das sind die entsprechenden Grundlagen, die Arbeit sind. Das sind die Zuständigkeiten des Bundeskanzleramts aus dem Bundesministeriengesetz. Also, soviel ich informiert bin, hat Elisabeth Kornfeind bei ihrer Vortragsrunde letzte Woche relativ ausführlich sich mit der Funktion der Zuständigkeit des Außenamts beschäftigt. Das Bundeskanzleramt ist ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen anders aufgestellt. Die eine zentrale Zuständigkeit, die allerdings eine sehr vage ist, allerdings bewusst so, ist nennt sich grundsätzliche Angelegenheiten der Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union. Was gehört zu grundsätzlichen Angelegenheiten? Sicherlich immer das, was ich schon vorher erwähnt habe, Regierungskonferenzen, Vertragsänderungsprozesse. Aber natürlich auch, zum Beispiel koordinieren wir jetzt und sind sozusagen verantwortlich für einen Prozess über die Vertiefung der WWU. Also
grundsätzliche Angelegenheiten ist ein vager Ausdruck, aber er ist hinreichend präzise, wenn es entscheidende Fortentwicklungen der EU, sei es in Wirtschaft, Sozial, integrationspolitischer Hinsicht gibt, dann ist das eine grundsätzliche Angelegenheit. Und in dieser ist das Bundeskanzleramt innerösterreichisch federführend. Ja? Sie müssen auch immer, und das wird im Laufe dieses Vortrags relativ häufig der Fall sein, Sie müssen immer unterscheiden zwischen der innerstaatlichen Federführung und wo dieser Prozess sich dann auf EU-Ebene abspielt. Ja? Also zum Beispiel nehmen wir die Vertiefung der WWU, können wir nachher eh dazu kommen, aber die Vertiefung der WWU, sollte sie sozusagen in einer Vertragsänderung münden, dann ist es eine Regierungskonferenz mit welcher Vertretungsebene, wie auch immer. Die Vertiefung der WWU, wenn es nur um die sozusagen aktuelle Debatte geht, wohin soll es denn gehen, wo können wir mehr vertiefen, sollen wir eine Vertragsänderung haben, ja oder nein, ist eine Debatte, die sich zum Beispiel derzeit auf der Ebene der Sherpas abspielt, zu den Sherpas kommen wir noch, auf der Ebene der Außenminister und auf der Ebene der Finanzminister. Also sozusagen, man muss unterscheiden zwischen der innerstaatlichen Federführung und wo auf EU-Ebene diese entsprechenden Prozesse sich abspielen. Und daraus können Sie auch relativ schnell ersehen, dass das Bundeskanzleramt hier in einem komplexen Gefüge sozusagen drinnen ist. Anderen Ministerien, sage ich mal, geht es da eine Spur besser. Klassisches Beispiel, wenn es um die Mehrwertsteuerrichtlinie geht, dann ist selbstverständlich das Finanzministerium federführend. Das wird die österreichische Position koordinieren. Wird das Ganze im ECOFIN, im Rat der Finanzminister vertreten und damit sozusagen ist der Prozess einmal zu Ende. Ja? Gut, das war die Zuständigkeit grundsätzlicher Angelegenheiten. Dann eine Zuständigkeit, die immer mehr an sozusagen Raum einnimmt und immer intensiver wird, aber auch ein sehr schwieriges Gemengelage ist die Zuständigkeit für den Europäischen Rat. Korrekt heißt es Angelegenheiten des Europäischen Rates, einschließlich Koordination der Vorbereitungsmaßnahmen. Zum Europäischen Rat komme ich nicht. Dann, wie ich auch schon angedeutet habe, ist das BKA zuständig für die wirtschaftliche Koordination, einschließlich der Umsetzung der Maßnahmen der Frühjahrstagung. Ich weiß nicht, ob Sie sozusagen von den Frühjahrstagungen, von diesem Begriff schon gehört haben. Spring Council. Das Spring Council war die Idee, die formalisiert worden ist im Jahr 2000, Lissabon-Prozess, Schlagwort, dass die europäische Ebene auf der höchsten Ebene, sprich auf der Ebene des Europäischen Rates, sich einmal im Jahr mit der wirtschafts- und sozialpolitischen Ausrichtung der EU beschäftigen soll. Und sozusagen die Leitlinienfunktionen auch in der Wirtschaftspolitik übernehmen soll. Und die Idee war, um dem einen Stellenwert zu geben, ist es immer im März, das waren die sogenannten Spring Councils. Und das ist eben Frühjahrstagung, das hat seinen Widerhall im Bundesministeriumgesetz gefunden. In der Zwischenzeit sind die Frühjahrstagungen nicht mehr ganz so Frühjahrstagungen, manchmal sind im Dezember, also das stimmt so alles nicht mehr, aber in der Zuständigkeit vom Bundesministeriumgesetz ist es noch drinnen. Weiterer großer Punkt, die Vertretung der Republik Österreich vor dem EuGH, habe ich schon erwähnt. Das BKA besteht aus mehreren Sektionen und eine davon ist der Rechtsdienst der Republik, der Verfassungsdienst, und die vertreten Österreich auch bei Verfahren vor dem EuGH. Aber auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig zum Verständnis, es gibt eine horizontale Zuständigkeit des Bundeskanzleramts, die sowohl in der nationalen Politik, aber auch natürlich in der Europapolitik eine Rolle spielt, nämlich sollte all das aus irgendeinem Grund nicht sozusagen ganz der korrekte Titel sein und es notwendig sein, etwas zu koordinieren,
dann greift man einfach auf die allgemeine Zuständigkeit zurück. Das ist die Koordination der allgemeinen Regierungspolitik. Ja? Ich denke mal, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Jedes Mal, wenn es einfach horizontale Aspekte gibt oder Aspekte, die sozusagen stärker koordiniert gehören, gibt es eine subsidiäre Koordinationszuständigkeit des Bundeskanzleramts, die auch von den einzelnen Fachressorts zum Teil sehr nachgefragt wird. Ja? Also das ist aber natürlich auch eine Frage, wie man damit umgeht. Ja? Man muss natürlich maßvoll damit umgehen und es ist aber dazu, ich weiß nicht, wie stark das sozusagen bisher in diesen Vortragsreihen schon diskutiert worden ist, wir haben natürlich eine Koordinationsfunktion. Wir haben im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel keine Richtlinienfunktion. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie ein bisschen ausdiskutiert worden ist. Koordination gegen Richtlinienfunktion ist eine interessante Debatte. Mir sagen deutsche Kollegen, das überschätzt man, die Richtlinienfunktion. Im Wesentlichen sozusagen, es geht hier auch um Koordination, heißt letztendlich, Leute an einen Tisch bringen, die Sachen durchdiskutieren, auch vor dem Hintergrund, wie realistisch ist es denn, das auf europäischer Ebene durchzubringen. Ja, wir sind ein Staat von 28 und wir sind sozusagen ein ganz kleiner Staat, aber eher ein kleinerer Staat. Ja, also auch das gehört zur Koordination. Gut, dann ist das Bundeskanzleramt aber auch Fachressort. In einzelnen Bereichen, Fachressort, genauso wie das Sozialministerium, Finanzministerium, Verteidigungsministerium oder sonst irgendwie. Bundeskanzleramt ist Fachressort für die Regionalpolitik. Also die ganzen Strukturfondsprogramme werden vom Bundeskanzleramt koordiniert. Dieses ganze Setup, die Kontrolle läuft im Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt ist auch Fachressort für den Bereich Informationstechnologie, Medien, Datenschutz und so weiter. Also nur damit es sozusagen klar ist, wir haben sozusagen zwei Seiten. Mein Vortrag beschäftigt sich nicht mit der Fachressortzuständigkeit, sondern mit der sozusagen allgemeinen Europapolitik-Zuständigkeit. Weil da wüsste ich schlicht und einfach viel zu wenig, ja, über sozusagen Informationstechnologien oder Medien und so weiter. Wenn wir insgesamt von der Rolle des Bundeskanzleramts in der Europapolitik reden, dann, um den ganzen Komplex gut zu überblicken, haben Sie folgende rechtlichen Grundlagen. Selbstverständlich das BVG, das Bundesministeriengesetz, dann seit etlichen Jahren das sogenannte EU-Informationsgesetz, das relativ präzise auch das Verhältnis insbesondere mit dem Parlament regelt. Aber ich habe gesehen, Sie haben auch auf Ihrer Vortragsreihe einen Vortrag vom Parlamentsdirektor Dossi, der das sozusagen sicherlich sehr viel präziser und genauer Ihnen vortragen wird. Ich kann es sozusagen ein bisschen von unserer Seite sehen, der Dr. Dossi übrigens auch, weil der war lange Jahre, bevor er ins Parlament gegangen ist, im Bundeskanzleramt. Und dann fürs praktische Arbeiten, aber auch das, glaube ich, ist schon zumindest von der Dr. Kornfeind erwähnt worden, das Rundschreiben vom Verfassungsdienst und Völkerrechtsbüro, das relativ detailliert für alle Einzelsituationen einfach auflistet, was hat man als Ressort zu tun, Berichte schreiben, die haben ans Parlament zu gehen, das BK hat eine Kopie zu kriegen, das Außenamt hat eine Kopie zu kriegen. Also diese ganzen sozusagen Alltagsmechanismen, aber die beeinflussen natürlich auch das Handeln, unser Handeln in der Europapolitik. Jetzt will ich, um das Verständnis zu erhöhen und weil das einfach ohne dem undenkbar ist, ein bisschen Ihnen die wesentlichen Merkmale und Funktionsweisen des Europäischen Rates erklären. Der Europäische Rat hat die Aufgaben sind im Artikel 15 EUV festgelegt.
klingt etwas vage und das ist auch ein Teil der Wirkungsweise dieses Gremiums. Die Aufgabe des Europäischen Rates ist es, Impulse zu geben, politische Zielvorstellungen und Prioritäten zu formulieren. Und das wird formuliert in den sogenannten Schlussfolgerungen. Also jeder ordentliche Europäische Rat endet, hat als Output Schlussfolgerungen. Und in diesen Schlussfolgerungen sind einfach für diversesten Themen, die gerade diskutiert worden sind, wird einfach festgelegt, der Europäische Rat, was weiß ich, beauftragt den ECOFIN-Rat hier und hier weiterzumachen, der Europäische Rat hält das für wichtig und daher wird das passieren oder sonst irgendwie. Also das ist sozusagen die Impuls- und Leitlinienfunktion des Europäischen Rates. Es ist nicht ein gesetzgeberisches Organ. Das ist ganz wichtig, sozusagen auseinanderzuhalten. Sie haben auf der EU-Ebene die Gesetzgebungsmaschinerie und Sie haben die intergouvernementale Ebene letztendlich des Europäischen Rates. Die Mitglieder sind die Staats- und Regierungschefs und der Präsident der Europäischen Kommission. Und durch die letzte Vertragsänderung, den Vertrag von Lissabon, hat man, auch das denke ich mir, haben Sie vielleicht schon einmal gehört, hat man ein paar scheinbar kleine institutionelle Änderungen gemacht, die sich aber in der Zwischenzeit als beachtlicher herausgestellt haben, als man wahrscheinlich angenommen hatte. Man hat vor dem Vertrag von Lissabon hat es die Einheitlichkeit des Vorsitzes gegeben, sprich der Vorsitz wechselt alle halben Jahre und in diesem halben Jahr nimmt ein Staat jeweils immer alle Vorsitzfunktionen wahr und dann geht es auf den nächsten Staat über. Und jetzt hat man sozusagen durch den Vertrag von Lissabon eine Änderung gemacht, man hat im Europäischen Rat einen permanenten Vorsitz etabliert für 2,5 Jahre. Der wird derzeit vom Donald Tusk seit kurzem wahrgenommen. Tusk ist aus Polen. Vorher, ich denke mal fast wahrscheinlich jedem bekannt, der sich mit Europapolitik beschäftigt hat, war der Van Rompuy. Der erste, Herman Van Rompuy, ein Belgier, der erste Präsident des Europäischen Rates, der die Funktionsweise und die Stellung dieses Gremiums im europäischen Geschehen ganz maßgeblich beeinflusst hat, so wie er so kleinweise sozusagen diese Funktion, die er komplett neu war, ausgefüllt hat. Und was man jetzt schon merkt, und das ist für Europapolitiker sicher recht spannend, obwohl sozusagen die rechtliche Grundlage eine unveränderte ist, wie personell abhängig es ist von dem, der den Vorsitz wahrnimmt. Also der Herman Van Rompuy hat es, kann man sagen, wirklich anders angelegt. Es ist jetzt schon merkbar und sichtbar, dass der Donald Tusk deutlich unterschiedliche sozusagen Arbeitsweise hat, aber auch deutlich unterschiedliche Prioritäten. Wird man sozusagen weiter verfolgen müssen. Der Vorsitz hat eigentlich formal eine relativ geringe Funktion, in Wirklichkeit doch einen beachtlichen Einfluss und ein entscheidender, und das sieht man jetzt schon so speziell mit Tusk, er legt die Tagesordnung fest. Und wenn sozusagen der Vorsitzende ein sehr klares Bild hat, womit sich der Europäische Rat beschäftigen sollte, dann ist dieses Festlegen der Tagesordnung ein ganz ein wesentliches sozusagen Instrument. Ja? Also, und da komme ich gleich zurück, zum Beispiel, wenn Sie sich die Schlussfolgerung des Europäischen Rates von diesem März angeschaut haben, ich habe schon erwähnt, Spring Council, Frühjahrstagung, Wirtschaftspolitik, dann werden Sie die relativ eher wenig finden, sondern Sie werden sozusagen die Schwerpunkte finden, Energieunion, Russland, Ukraine, Außenpolitik. Was sehr stark damit zusammenhängt, dass offensichtlich die sozusagen Interessen von Tusk stärker in diesem Bereich liegen. Der Vorsitzende nimmt auch die Außenvertretung der Union in Angelegenheiten der Außen- und Sicherheitspolitik wahr. Die Hohe Vertreterin nimmt auch an diesem Teil.
Der Europäische Rat ist vom formalen her tagt er viermal im Jahr. De facto, und da, das werden Sie vielleicht auch aus den Nachrichten mitbekommen haben, in der Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Europäische Rat eigentlich fast monatlich getagt. Und in Wirklichkeit sind alle Krisenbewältigungsinstrumente auf Beschlüsse des Europäischen Rates zurückzuführen. Das heißt sozusagen, hier hat er wirklich seine Leitlinienfunktion voll wahrgenommen. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht etwas zu umfassend wahrgenommen. Es ist auch jetzt sozusagen wieder zu bemerken, wo zumindest aktuell der Höhepunkt der Krise vorbei ist, dass die sozusagen die praktische Arbeit wieder stärker in den Fachgremien ist. Also die Finanzminister haben jetzt ihr Terrain wieder stärker zurückgenommen. Diese Entwicklung, dass der Europäische Rat sich mit allen möglichen Fragen beschäftigt, ist schon eine längere. Ja? Ich kann mich gut erinnern, dass vor vielen Jahren einmal, ich glaube, das war der Europäische Rat von Nizza, hat ein Staat irgendeine spezielle Problematik der Milchmarktordnung auf den Europäischen Rat gebracht. Und da hat es auch Schlussfolgerungen sozusagen zur Milchmarktordnung gegeben. Und ich weiß, dass das damalige Mitglied der Delegation, der jetzige Bundesminister Rupprechter, sehr empört gemeint hat, aha, und jetzt hat sich der Europäische Rat in einen Sonderausschuss Landwirtschaft verwandelt. Ja? Aber sozusagen, Fakt ist, der Europäische Rat beschäftigt sich mit sozusagen einerseits einer vorgegebenen fast Agenda, ja, aber auch mit den aktuellen Ereignissen. Also Sie werden in den Nachrichten gelesen haben, es wird für, was haben wir heute Mittwoch für morgen, ein Sonder-ER eingeschoben, der sich mit der Frage sozusagen Migration beschäftigen soll. Ja? Aber Sie können sich natürlich auch vorstellen, und um das geht es in dieser Vorlesung, sozusagen die Rolle des Bundeskanzleramts, dass dadurch, dass das Bundeskanzleramt jeden Europäischen Rat vorbereitet, was für eine komplexe Interaktion es hier mit den einzelnen Fachministerien, aber auch mit den EU-Fachräten auf EU-Ebene gibt. Ja? Also ich denke mal, das ist der entscheidende Punkt, das zu verstehen, dass es hier nicht nur jetzt um die Umsetzung einer nationalen Zuständigkeit geht, sondern dass die Wahrnehmung und die Art und Weise, wie sozusagen das Bundeskanzleramt in der Europapolitik agieren muss, einfach massiv von der europäischen Ebene beeinflusst wird. Ja, die Vorbereitung des Europäischen Rates wird durch den RAA vorgenommen, wobei ich dazu sagen muss, und das ist auch in der Literatur immer stärker, diese Vorbereitungsrolle ist unterschiedlich zu bewerten, hat in der Finanz- und Wirtschaftskrise fast mehr keine Rolle gespielt. Da ist sozusagen sehr stark die Vorbereitung in die Schiene der Finanzminister oder noch präziser der Eurogruppe gelaufen, selbstverständlich aufgrund der fachlichen Ebene. Aber rein formal ist es so, dass der RAA den Europäischen Rat vorbereitet. Im Rat Allgemeine Angelegenheiten sitzen jene Minister, die der entsprechende Staat sozusagen dorthin entsendet. Und ich würde sagen, man hat heute eine 50-50-Mischung. 50% sind noch die klassischen Außenminister. Also Österreich wird im Rat Allgemeine durch den Bundesminister Kurz vertreten. 50% grosso modo sind schon sogenannte Europaminister, wo auch immer die Europaminister angesiedelt sind, sei es in einem Kanzleramt oder im Außenamt. Ja. Aber auch hier wieder kann ich auf ein aktuelles Beispiel zurückgreifen. Es ist natürlich der RAA, der jetzt diesen Sonder-ER vorbereitet. Auch über die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates werden immer diskutiert im Coreper einerseits und dann im Rat Allgemeine. Aber jetzt ist es, wie ist es vorbereitet worden? Durch ein 10-Punkte-Programm, wo einfach in dem Fall die Innenminister auch dabei waren. Ja? Das ist ganz klar. Sozusagen je nachdem, wenn es sozusagen ein sehr spezifisches
Fachthema gibt, dann müssen natürlich die entsprechenden Fachminister sehr stark involviert sein. Um sozusagen die Wirkungsweise auch zu verstehen, muss man auch nachvollziehen oder verstehen, wie der Europäische Rat arbeitet. Ich habe gesagt, es ist kein Gesetzgebungsgremium. Es werden auch im Allgemeinen keine Abstimmungen durchgeführt. Es gibt ganz seltene Punkte im Vertrag ausgeführt, wo Einstimmigkeit ist oder qualifizierte Mehrheit. Das ist, hängt aber, hat aber nichts mehr mit den normalen klassischen Funktionen des Europäischen Rates zu tun. Normalerweise entscheidet man im Konsens. Ja? Und Konsens ist dann erreicht, wenn alle am Tisch irgendwann nicken oder keiner mehr sagt, nein, da bin ich nicht einverstanden. Ja? Das ist sozusagen, Konsens ist nicht Einstimmigkeit. Aber Konsens heißt, okay, ja, gut. Und das ist sozusagen eine ganz spezifische Arbeitsweise, die interessante Implikationen in alle Richtungen hat. Aber sozusagen eine positive Implikation ist, es werden Entscheidungen getroffen. Entscheidungen im Sinn von Leitlinien. Ja? Weil Sie können sich das vorstellen, da geht es ja auch sozusagen um eine gewisse Gruppendynamik. Einen Konsens von 28 halten Sie nur dann auf, wenn Ihnen etwas ganz, ganz speziell wichtig ist. Ansonsten gibt es sozusagen so eine Art Schwergewichtsprozess. Und was Sie auch sehen, und das ist sozusagen ident mit oder kann man verfolgen, der Bereich der EU-Prozesse verbreitet sich ja immer mehr. Also wenn Sie sozusagen das europäische Integrationsgeschehen über die Jahrzehnte anschauen, dann gibt es in der Zwischenzeit wahrscheinlich kaum einen Bereich, wo nicht ein Teil auf europäischer Ebene läuft. Und diese Verbreiterung ist fast gleichbedeutend, da kann man fast mitverfolgen, was die Entwicklung des Europäischen Rates betrifft. Er begann 1974 als informelles Gremium, bekam dann 1992 seinen formellen Status über den Vertrag von Maastricht und da war schon diese sogenannte Leitlinienfunktion angelegt und vorgesehen. Und er hat, und auch das würde ich sagen, ist eine Änderung, die man stärker unterschätzt hat am Anfang und die sozusagen deutliche Implikationen hat. Er ist durch den Vertrag von Lissabon seit 2009 eines der sieben Organe der EU und hat sich eine eigene Geschäftsordnung gegeben. Ja, es ist eine Institution geworden, es ist ein Organ geworden. Und das ist eine deutliche Änderung auch. Was ich schon erwähnt habe und was man, glaube ich, zum Gesamtverständnis auch für die nationale Ebene in die richtige Dimension rücken muss, ist die Formation der Staats- und Regierungschefs in der Eurogruppe, also jene Staats- und Regierungschefs, die der Eurogruppe angehören. Und diese Gruppe hat natürlich ihre volle Wirkung und ihren vollen Einfluss von Wirtschaftskrise entwickelt und ich sage mal, Finanzminister haben machtpolitisch immer, sind sie immer relativ geschickt und sie haben es geschafft, sozusagen ihre Verankerung im Vertrag, im TSCG-Vertrag, ich sage mal Vulgo Fiskalpakt auf Deutsch, ich weiß nicht, wie der Vertrag offiziell auf Deutsch heißt, aber dieser Vertrag, wo man gewisse sozusagen fiskal- und budgetpolitische Festlegungen intergouvernemental getroffen hat, plus der Festlegung, dass jeder Staat eine nationale Schuldenbremse plus und so weiter machen soll. Da wurde diese Formation formalisiert und auch ihre Rolle formalisiert bei der Vorbereitung der Tagung der Staats- und Regierungschefs. Das ist insofern sehr interessant, als dass, wenn man davon ausgeht, dass die Eurozone wachsen wird, wird dieses Gremium an Einfluss gewinnen und die Eurogruppe, die Finanzminister haben hier eine deutlich stärkere Zuständigkeit der Vorbereitung. Ich sage jetzt einmal, wenn Sie geistig zurückblättern, was ich gerade vorhin gesagt habe, formal bereitet der RAA den ER vor. Ja? Und
Das wird jetzt extrem spannend werden, wenn tatsächlich die Vertiefungsdebatte sozusagen stärker ins Laufen käme oder kommt, wie diese Vorbereitungsschiene von den verschiedenen Gremien, wie sich da die Balance sozusagen wiederfinden wird. Ja? Okay. Ich habe schon gesagt, die Weichenstellung, es ist ein politisches Gremium, das ist ganz wichtig, mit eigenen Spielregeln. Die eigenen Spielregeln, ich sage Ihnen ein, zwei kleine Beispiele. Das ist das einzige Gremium, wo die Beamten, die Botschafter, die Berater nicht im Saal sind. Ja? Es gibt auch böse Stimmen, die sagen, das mögen sie ganz gern. Ja? Aber man muss es sich sozusagen bewusst machen, bei einem normalen Rat ist selbstverständlich der ständige Vertreter oder der stellvertretende ständige Vertreter und ein paar leitende Beamte im Saal. Beim Europäischen Rat sind nur die Staats- und Regierungschefs im Saal und dann eine ganz kleine Gruppe vom Ratssekretariat, von der jeweiligen Präsidentschaft und von der Europäischen Kommission. Sie funktionieren über ein sogenanntes Antigenetz. Also sozusagen das Ratssekretariat, am Raum daneben sitzen die sogenannten Antigi, die Coreper 2 vorberaten, die werden gebrieft, was passiert ist im Saal, die schreiben das mit, leiten das an die Delegationsbüros. Früher war das sozusagen ein langsamerer Prozess, da haben die Leute mit der Hand geschrieben und das durchgefaxt. In der Zwischenzeit hat die Technik schon zugeschlagen, also sie sind alle vernetzt, schreiben sie in den Computer, geht in die Delegationsbüros und dann weiß man, aha, okay, die sind jetzt gerade bei dem und dem Thema oder sonst irgendwas. Ja? Also einfach nur als kleines Beispiel, der Europäische Rat funktioniert anders als alle anderen Gremien. For better or for worse, das ist eine immer interessante Debatte. Und hat natürlich starke Implikationen für die Entscheidungsfindung auf der nationalen Ebene. Ja? Weil, ich habe schon vorhin gesagt, wir können den Europäischen Rat, die Schlussfolgerungen, zu dem komme ich dann noch, die Modalitäten der Weisungserstellung auf der nationalen Ebene vordiskutieren. Aber de facto geht der Bundeskanzler in den Europäischen Rat mit so einem, wie soll ich sagen, mit seiner Handlungstangente. Ja? Und die Ergebnisse des Europäischen Rates speisen sich dann wieder in das europäische Geschehen, aber auch in das nationale Geschehen ein. Ja? Also sozusagen die nach einem Europäischen Rat wird über einen Ministerratsvortrag, werden die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von der Bundesregierung zur Kenntnis genommen. Das heißt, sozusagen hier haben Sie einen interessanten Prozess, wo die europäische Ebene natürlich auch wieder auf die nationale Ebene sehr stark zurückwirkt. Weil die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates qua Definitionen alle Bereiche umfassen. Ja? Also sozusagen, wie gesagt, der März-ER hat sich mit Energiepolitik und Außenpolitik beschäftigt. Der Dezember-Europäische Rat hat sich beschäftigt, oder was weiß ich, mit Industriepolitik oder Klimapolitik oder sonst irgendwas. Ja? Die Vorbereitung der Verhandlungspositionen der EU für irgendwelche internationalen Klimaverhandlungen werden in der Zwischenzeit nicht mehr bei den Umweltministern finalisiert, die werden beim Europäischen Rat finalisiert. Und das Ergebnis wirkt aber dann wiederum sozusagen sowohl auf die EU-Ebene, aber auch in die nationale Ebene hinein. Ja? Es gibt, wer sich für diese Fragestellungen mehr interessiert, einen meiner Meinung nach extrem interessanten Artikel, der kürzlich erschienen ist, vom Stefan Lehne in Carnegie Europe. Carnegie Europe ist ein Think Tank, der einen sehr, wie soll ich sagen, gut und scharfen Artikel schreibt über die stärkere Rolle des Europäischen Rats in der Außenpolitik mit seinen Pros und Cons, warum quasi der Europäische Rat auch immer präsenter in der Außenpolitik ist. Und Lehne ist sozusagen ein intimer Kenner sozusagen von diversesten Systemen, war lange Jahre im österreichischen Außenamt, er war bei Solana tätig und er ist seit seiner Pensionierung für Carnegie Europe tätig. Also wenn sich jemand mit dieser Frage, für diese Fragen interessiert, das ist ein extrem lesenswerter Artikel. Der übrigens auch diesen interessanten Aspekt hat, da der Europäische Rat sich immer stärker auch mit der Außenpolitik beschäftigt,
was heißt denn das für die innerösterreichischen Strukturen? Ja? Und die These von Lene, und ich glaube, die kann man wahrscheinlich wirklich übernehmen, ist, mit Ausnahme der drei großen Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die dieser Funktion und dieser Bedeutung schon Rechnung getragen haben, die in der Zwischenzeit relativ viele Berater auch schon zum Beispiel im deutschen Kanzleramt haben, haben Großteil der anderen Staaten das noch nicht sozusagen in ihren Strukturen reflektiert. Ja? Was aber hier auch hineinspielt, und das ist auch wieder wichtig im Verständnis, es hängt natürlich, hier kommt es, wir haben eine Mehrebenenstruktur auf EU-Ebene und das heißt natürlich auch, dass die entsprechenden Minister in den Fachministerräten, dass die Kommunikation in der Regierung, also ich sage es einmal so, je besser die Kommunikation innerhalb der Regierung, desto besser ist auch sozusagen das entsprechende vernetzte Auftreten. Die Modalitäten, das ist jetzt ein bisschen ein technischerer Teil, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen, die Modalitäten der Weisung zur Erstellung für die Schlussfolgerung des Europäischen Rates sind ein bisschen anders, als Sie gehört haben beim letzten Vortrag. Bei den letzten Vorträgen haben Sie gehört, federführendes Ministerium. Ja? Also ich bleibe wieder bei meiner Mehrwertsteuerrichtlinie. Wenn es um eine Debatte einer Mehrwertsteuerrichtlinie geht, wird das Finanzministerium einen Weisungsentwurf erstellen und den an die mitbetroffenen Ressorts, BK, Außenamt und so weiter, übermitteln diesen Weisungsentwurf. Bei den Schlussfolgerungen vom Europäischen Rat ist das Prozedere aufgrund dieser Spezifität der Breite des Europäischen Rats ein bisschen anders. Wir kriegen diese Schlussfolgerungen vom Ratssekretariat, wir schicken sie zeitgleich und sofort an alle Fachministerien. Meistens, was auch eine Spezialität ist, die offensichtlich nicht so unterbrechen ist, ist, dass man immer nur unter Zeitdruck arbeitet. Das ist offensichtlich eine unendliche Geschichte. Wir kriegen sie immer relativ knapp, wir kriegen sie immer relativ spät. Das wissen das aber auch schon, dass wir da auch nichts dafür können. Wir schicken die an die Ressorts mit Stellungnahmefrist. Wir sichten dann die Kommentare. Wir halten zum Teil Rücksprache. Wir beurteilen aber auch, wo können wir mit? Oder wo sagen wir eigentlich, müsste die Weichenstellung schon ein bisschen anders, oder diese Priorität würden wir noch dazugeben. Wir melden oder wir beurteilen auch, ist hier ein größerer politischer Entscheidungsbedarf noch, also in Erstellung der Weisung, bevor die sozusagen rausgeht. Und dann sozusagen stellt das BKA die Weisung zusammen und schickt sie an das Außenamt, und das Außenamt ist zuständig, wie bei allen anderen sozusagen Fachressorts, für die Übermittlung der Weisung nach Brüssel. Ja? Der Unterschied ist nur der, sozusagen wir schicken zuerst aus, wir sammeln zuerst die Kommentare, bevor wir sozusagen dann in die Gesamtbewertung hineingehen. Es gibt dann auch eine interministerielle Sitzung, aber die hat eigentlich relativ, die praktische Wirkung dieser interministeriellen Sitzung ist deutlich geringer als das, was im Vorfeld passiert, sozusagen in diesem Weisungserstellungsmodus. Was auch in der Zwischenzeit sich etabliert hat, seit ein paar Jahren, was ziemlich interessant ist, ist dadurch, dass wir jetzt schon 28 Mitgliedstaaten sind und es einfach unendlich mühselig ist, wenn 28 Botschafter eine halbe Stunde jeweils ihre Weisung vorlesen würden, geht man sozusagen dazu über, dass man unterscheidet zwischen den mündlichen Wortmeldungen und den sogenannten Comments. Also sozusagen jeder Staat zirkuliert die Schlussfolgerungen mit den Kommentaren, wie man es gern hätte, oder Weisungs, nicht wie man es gern hätte, sondern auch welche Signale man gibt. Also das ist nicht eine Wishlist, sondern da hat man natürlich schon im Kopf, welche Signale will man geben, wo sozusagen will man auf keinen Fall etwas. Und das ganz Wichtigste, das kriegt der Botschafter dann einfach in seine Weisung. Ja? Also ich sage Ihnen einen österreichischen Klassiker, der mir jetzt gleich einfällt. Energieunion, Österreich ist gegen Nuklearpolitik, wir müssen Energieeffizienz stärken. Ja? Das ist sozusagen ein österreichischer Klassiker. Und ich weiß nicht, die baltische Delegation wird sagen, die Interkonnektion
ist ganz wichtig, oder wir werden sagen, wir müssen unsere Verkaufsmacht stärken, daher brauchen wir stärkere Einkaufsgemeinschaften von Gas, weil Russland und so weiter. Ja, ich will das jetzt ein bisschen simplifizieren, aber sozusagen im Wesentlichen läuft es auf das hinaus. Was Sie, glaube ich, an diesen Beispielen, oder hoffe ich zumindest, genügend sehen, ist, dass wir hier in einem sehr schwierigen Spannungsverhältnis sind zwischen der Ministerverantwortlichkeit und der Federführung einerseits und der Zunahme von Querschnittsebenen, aber auch der Tatsache, dass wir eben auf der EU-Ebene eine Mehrebenenentscheidung haben. Ja? Also zum Beispiel der Rat der Finanzminister oder Beschäftigungsminister beschäftigt sich mit etwas. Das ist ein Thema, das entweder vom Europäischen Rat abgesegnet wird, ohne viel Trara, einfach eher durchgewunken, oder ein wirklich heißes politisches Thema. Das geht in den Coreper, das geht in den Rat allgemeine und das geht zum Europäischen Rat. Das heißt, Sie haben allein bei dieser Geschichte haben Sie sozusagen schon einmal drei Mitglieder der Bundesregierung involviert, den Fachminister, den Außenminister und den Bundeskanzler. Und Sie haben davor einen Weisungserstellungsprozess über das Außenamt, wo sozusagen, und ich denke mir, die Elisabeth Kornfeind hat das relativ deutlich, also ich habe gesehen in ihren Folien gesagt, wenn wir es nicht schaffen, uns zu einigen, dann gibt es einfach keine Wortmeldung. Man kann auch sagen, manche wollen das so, aber sozusagen, also auch hier ist sozusagen schon ein Akkordierungsprozess, aber auch hier ist natürlich ein, wie soll ich sagen, das machen ja alle 28 Staaten, also sozusagen, das konvergiert dann schon irgendwo hin, entweder oder man sieht, da tut sich eine große Kluft auf. Also sozusagen, es auf jeden Fall fokussiert sich. Was heißt das für die praktische Arbeit? Und natürlich verwende ich eher Beispiele aus den letzten paar Jahren. Ja? Wenn Sie mich gefragt hätten vor 5 oder 10 Jahren, hätte ich vielleicht mit anderen Ressorts andere erwähnt, aber wir haben derzeit, würde ich sagen, zwei Kernressorts, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten. Im Alltagsgeschäft, nicht nur bei der normalen Weisungserstellung, selbstverständlich, aber aufgrund der Themen mit dem Außenministerium, aufgrund der sehr starken, rezenten, sozusagen außenpolitischen Aktivschiene auf europäischer Ebene, auf der Ebene vom Europäischen Rat. Das ist die ganze Frage, zum Beispiel Sanktionen an Russland. Vielleicht auch schon gehört, jetzt der Gipfel Östliche Partnerschaft, der in Riga stattfinden wird, wo es einfach im Wesentlichen um unser Verhältnis zu den Nachbarstaaten gehen wird. Aber auch im Kontext der EU-Drittstaaten-Gipfel, die sozusagen auf EU-Ebene vorbereitet werden, aber natürlich, wo sozusagen die sehr starke Kooperation zwischen Außenamt und BKA notwendig ist. Ein Beispiel, im Juni findet zum Beispiel ein Lateinamerika-Gipfel statt, wo die Staats- und Regierungschefs vertreten sind. Das wird ganz und allein vom Außenamt vorbereitet. Wir haben im BKA keine Lateinamerika-Einheit, wir haben kein Lateinamerika-Know-how, das wäre auch eine absurde Duplizierung. Also sozusagen hier sehen Sie auch die Notwendigkeit des Zusammenspiels. Was ich schon erwähnt habe und was eine ständige Geschichte ist, auch jetzt wiederum sein wird, stärker denke ich mal im Kontext auch der Vertiefungsdebatte, ist die Rolle des BMF. Aber natürlich war die ganz, ganz zentral und wird wohl auch zentral werden jetzt, wenn ich nur an Griechenland denke etc. Und hier die spezielle Rolle der Eurogruppe, die eben als neues Gremium, als neues einflussreiches Gremium getagt haben. Vielleicht an der Stelle auch noch, ich habe vorhin erwähnt, diese Formation der Staats- und Regierungschefs der Eurogruppe. Hier gibt es ein sehr starkes Bestreben der Nicht-Euro-Staaten, dass diese Formation nicht zu oft tagt. Und ich glaube, es gehört jetzt auch nicht wahnsinnig viel Fantasie dazu, zu erahnen, dass wenn ein sozusagen polnischer Vorsitzender vom Europäischen Rat ist und Polen ist ein Nicht-Euro-Staat, dass diese Gruppe derzeit nicht wahnsinnig oft tagen wird, ja? Bis Polen dann Mitglied der Eurozone wird. Okay. Noch einmal zurück sozusagen, also
hier sehen Sie einfach wieder ein ganz ein intensives Zusammenspiel von der nationalen und der europäischen Ebene, aber auch innerhalb der Regierung, aber natürlich auch damit verbunden eine Veränderung der Rolle der Staats- und Regierungschefs. Und zu guter Letzt, wie man diese Veränderung der Rolle der Staats- und Regierungschefs in den jeweiligen administrativen Strukturen der Mitgliedstaaten abbildet, ist unterschiedlich und ist innerhalb der EU bei weitem nicht einheitlich. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich einen Überblick habe. Ich habe ein paar sozusagen so Glimpses und Einblicke. Und ich würde sagen, das läuft darauf hinaus, dass einerseits, wie ich schon erwähnt habe, dass zumindest bei den großen Staaten die Rolle des außenpolitischen Know-hows in die Kanzlerämter verstärkt einfließt, einerseits, aber auch bei den Staaten, die sehr stark speziell betroffen sind. Also ich sage einmal aktuell die baltischen Staaten oder die Polen, wo sozusagen dieses außenpolitische Fokus ein sehr starker ist. Dann gibt es sozusagen sehr starke administrative Gewohnheiten. Ja? Also sozusagen, wie stark ist die Rolle der Außenminister im Vergleich zu den Kanzlerämtern? Es gibt genug Staaten, wo die ursprüngliche Integrationsstruktur, nämlich dass Integrationspolitik und speziell auch die Staats- und Regierungschefs treffen, alle generell vorbereitet werden von den Außenministerien, die gibt es noch. Tendenziell ist es aber so, dass ich sagen würde, speziell in den nordischen Staaten hat sich das Gleichgewicht zu den Prime Minister's Offices verlagert. Und in Österreich würde ich auch glauben, ich bin jetzt seit 1990 mit Unterbrechungen im BKA, die Rolle des Kanzleramts hat sicherlich deutlich an Bedeutung zugenommen. Ja. Okay, herzlichen Dank.